einer weiteren Folge hier auf dem OB-Kanal. Ich bin heute hier mit Flo. Hi! Hi, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Stell dich doch gleich mal vor. Also, ich bin Flo. Ich mache Social Media, ich mache YouTube, TikTok, Instagram. Ich beschäftige mich ganz gerne mit Fashion, aber auch was Mental Health angeht, Selbstbewusstsein und sowas. Das ist so ein bisschen meine Schiene. So die ganze Bandbreite? Einfach einmal alles. Einmal alles, bitte. Nein, mega cool, denn wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema und zwar Beautyfilter. Ob uns Beautyfilter auch ein bisschen krank machen können, weil wir alle kennen ja die Hundefilter, Freckles-Filter, Slim-Filter, es gibt ja Tonnen davon. Ich frage mal, wann hattest du deinen ersten Berührungspunkt mit einem Beautyfilter? Boah, also ich glaube, wenn man das dazu zählen kann, wahrscheinlich so mit 13, diese Hunderfilter. Mit der Zunge raus. Ja, oder diese Blumenkronen, die jeder hatte. Und wenn ich mir heute meine Fotos von damals angucke, ich erkenne mich einfach selber nicht. Damals war es halt, glaube ich, mehr so als Joke. Oder es gab ja auch so diese Filter, wo man sich älter machen konnte, dass man aussah wie eine Oma oder so. Und jetzt ist es halt auf Ernst gemeint. Ja, also ich glaube, es ging halt früher immer so eher um Effekte. Und heute versucht man so auszusehen, als hätte man keine Effekte drauf, sondern einfach nur so perfekt wie möglich auszusehen wahrscheinlich. Ja. Was meinst du, woran kann das liegen, dass man unbedingt perfekt wie möglich aussehen möchte? Also ich glaube, wir Influencer sind da, glaube ich, nicht so ganz unschuldig. Also jetzt vor allem so zu Zeiten von Social Media kann ich mir vorstellen, dass so ein Druck sich aufgebaut hat, dieses perfekt aussehen zu wollen. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass man natürlich als zum Beispiel junges Mädchen eine Person hat, zu der man aufsieht und man denkt, oh, die sieht immer so aus, aber eigentlich benutzt die Person selber Filter. Mhm. Und man denkt aber, ah nee, die benutzt keine Filter, weil man sieht es ja heutzutage gar nicht mehr. Ja. Hast du das Gefühl, es kann toxisch werden, so viele Filter auf Social Media? Also ich persönlich finde es immer ein bisschen erschreckend, wenn ich mir zum Beispiel eine Story angucke und denke, so sieht sie halt aus und dann sehe ich oben in der Ecke dieses, ja, das ist der und der Filter. Und dann zu realisieren, ach so, wow, so ich erkenne gar nicht mehr, dass es ein Filter ist und die Person sieht vielleicht ganz anders aus, das finde ich teilweise immer ein bisschen erschreckend. Und ich glaube schon, dass man da sich teilweise echt Komplexe schaffen kann. Ja, dass man denkt so, warum sehe ich es nicht so aus? Gerade, glaube ich, so als Teenie, so die Jungen, die halt mit dem jetzt aufwachsen, die kennen ja nichts anderes, wenn sie dann auf Social Media gehen und alle sehen gleich aus. Schmale Nase, bisschen hochgepuschte Wangen, breite Lippen, glatte Haut. Ja, so Pickel wegretuschieren und keine Ahnung. Kann das, glaube ich, auch für Junge gerade ziemlich in ein falsches Bild erwecken. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, auf jeden Fall. Was ich auch auf TikTok gesehen habe, vielleicht ist euch doch auch schon mal aufgefallen, es gibt da diesen Filter, der dich dünner oder dicker macht. Und dann machen zum Beispiel auch gerade junge Teenies diesen einen Trend mit, wo sie sich normal zeigen. Und dann zeigen sie sich plötzlich mit diesem dünnen Filter und schreiben dazu von wegen One day will ich so aussehen oder wieso kann ich nicht so sein. Und das Umgekehrte auch, wo sie sich mit dem dicken Filter zeigen. Und dann machen sie den aus und sind dann so, jetzt bin ich schön. Ja, boah, ich finde es so furchtbar. Vor allem, ich finde es immer so traurig. Es gibt super viele Stitches oder Duets dann von diesen Videos, die Menschen, die halt dieses Vorherbild haben, die so aussehen, sich dann halt daneben zeigen und sagen, ja, aber das bin nun mal ich. So, warum ist das jetzt ein Trend, dass man nicht so aussehen möchte wie ich? Ich finde das total furchtbar. Ja. Nein, weil ich habe es auch mal gemerkt, ich habe eine Zeit lang sehr viele Filter benutzt. Ja. Schuldig. Ich bin schuldig. Ich gehöre da dazu. Und plötzlich war es auch so, dass wenn man sie nicht mehr benutzt hat, dass man plötzlich sich selber nicht mehr schön fand. Und ich finde, ab diesem Punkt wird es, glaube ich, sehr gefährlich, wenn man plötzlich anfängt zu denken, ich bin nicht mehr schön. Ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt, vor dem ich so Angst hatte, dass ich immer gesagt habe, boah, ich lasse da lieber die Finger von, bevor ich da so süchtig von werde, wenn man das so sagen kann. Also ich hatte da immer total Angst vor, ich habe da immer total Respekt vor gehabt. So, ich nehme jetzt mein Handy, denn ich habe hier ein paar Bilder drauf. So vorher und Nacheffekt. Vielleicht fällt es dir auf. Wir starten mit dem ersten Bild. Was denkst du, wenn du jetzt das siehst? Dann ist wahrscheinlich das hier das Nachher. Würdest du jetzt, wenn du das auf Instagram sehen würdest, würdest du denken, okay, das ist bearbeitet? Also, ich glaube, dadurch, dass Social Media mein Job ist, wahrscheinlich schon. Einfach dadurch, dass die Haut so komplett makellos ist, komplett glatt. Aber ich glaube, du bist ja auf dem Vorherbild nicht geschminkt, oder? Ja. Also, das hätte ich nicht gesehen, dass die Schminke bearbeitet ist. Dann haben wir dieses Bild. Okay, das ist krass. Das ist krank. Also, ich finde, weil da erkennt man halt nicht mal, dass du das bist. Also aber auch so komplett Make-up, Haare,
Gesichtsstrukturen, deine Wangenknochen. Die Augenbrauen fallen mir, glaube ich. Das erste war die Augenbrauen, die mir aufgefallen sind. So, nee, bei mir war es die Löwenmähne. So die Haare? Ja. Alles perfekt gemacht, auch mit der Brille. Weißt du, dass die Brille auch nicht krass so verschiebt? Und das ist heftig. Okay, wir gehen zum nächsten. Auch schön. Was ich auch krass finde, ist die Struktur vom Haar. Und dass man das so easy hinbekommen kann, dass es wirklich einfach die genau gleiche Struktur ist, wie dann auf dem Blonden, das finde ich halt krass. Aber wann denkst du eigentlich, ist es okay, sich zu bearbeiten? Ist es überhaupt okay? Also ich finde schon, dass man das nicht so pauschalisieren kann, dass man sagen kann, Filter komplett nein. Mhm. Ich finde es halt wichtig, dass man das offen kommuniziert. Mhm. Also dass man halt wirklich dann sagt, ey, ich benutze Filter. Man muss es ja nicht vor jeder Story sagen, aber dass es halt nicht erwartet wird, dass man wirklich so aussieht. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe da so einen dicken Pickel so, und ich will dieses Selfie aber posten, weil es mir an sich gefällt und ich mache den Pickel weg. Finde ich, da ist da jetzt nicht so das Problem drin. Ja, es ist eher das Problem, wenn man es immer macht und jeden Tag und es dann auch normal findet, dass man dann so aussieht. Und dass es halt so als Normalität verkauft wird. Aber dass man halt diese Balance nicht verliert, dass man halt sich auch ohne Filter zeigt und es nicht so ein Geheimnis ist, wie man wirklich aussieht. Vielen Dank, Flo, dass du heute hier warst. War sehr spannend. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich erkenne das beim nächsten Mal, wenn du einen Filter benutzt. Ich passe jetzt auf, ich darf jetzt keine Filter mehr benutzen. Ja. Apropos noch Bilder. Wir machen nämlich noch gerade ein Selfie. Ja. Wir machen noch ein Selfie. Wir machen noch ein Selfie. Welchen Filter packen wir? Okay. Deine Kanäle sind übrigens alle unten verlinkt. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.